Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 5 von der Klausur Sommersemester 2024 an. Gegeben ist das lineare Gleichungssystem, das wir hier sehen. Aufgabenteil A: Bringen Sie das lineare Gleichungssystem auf Stufenform. Fangen wir damit an. Also LGS auf Stufenform. Wir schreiben das ja immer in dieses Tabellenschema. X1, X2, X3 wären dann hier 2, 4 und 2. Wir haben sogar mehr x, y, z. Ja, machen wir das auch direkt mit x, y und z. Ja, üblicherweise haben wir ja mal x1, x2, x3. Aber hier ist x, y, z. Gut, also haben wir hier 2, 4 und 2. Und auf der rechten Seite steht 12 t. Dann ist das unsere Gleichung E1. In der zweiten Zeile haben wir stehen 2, 12, 7. 12t plus 7, 2, 12, 7, 12t plus 7. Da lassen wir ein bisschen Platz drunter. Und dann die dritte Zeile, 1, 10, 6, 7t plus 8. 10, 6, 7t plus 8. Jetzt wollen wir hier vorne die 2 und die 1 eliminieren. Mit E1. Was müssen wir machen? Hier muss eine minus 2 stehen. Wie kommen wir von der 2 zu minus 2? Einfach minus E1. Also minus 2, minus 4, minus 2, minus 12 t. Das Ergebnis schreiben wir hier drunter. 2 minus 2 ist 0. 12 minus 4 ist 8. 7 minus 2 ist 5. 12t minus 12t fällt weg, also bleibt die 7 hier übrig. Dann haben wir hier die 0 zu erzeugen. Da brauchen wir hier eine minus 1. Und dann müssen wir 2 mal minus 1/2 brechen, damit wir auf minus 1 kommen. Also minus 1/2 e1. Dann haben wir 4 mal minus 1/2 ist minus 2. Dann 2 mal minus 1/2 minus 1. 12t mal minus 1/2. Sind wir bei minus 6t. Dann bilden wir wieder die Summe. Das Ergebnis schreiben wir dann hier drunter. Was kommt da raus? 1 minus 1 ist 0. 10 minus 2 ist 8. 6 minus 1 ist 5. Und 7t minus 6t ist t plus 8. Gut, das ist unsere Gleichung E2. Das nächste, was wir wollen, ist hier eine 0 zu erzeugen. Das heißt, was mache ich mit der Zahl? Einfach mal minus 1, also minus E2. Dann haben wir 0, minus 8, minus 5, minus 7. Dann bilden wir wieder die Summe. Das Ergebnis schreiben wir da drunter. Dann sehen wir 0, 0, 0 und hier kommt t plus 1 raus. Also 0, 0, 0. T plus 1, das ist unsere Zeile E3. Jetzt ist es abhängig von T, wie viele Lösungen wir hier haben. Und in der Aufgabenstellung B ist jetzt, für welche Werte von T gibt es eine eindeutige Lösung und endlich viele Lösungen, keine Lösung. Also unendlich viele Lösungen haben wir. Unendlich viele Lösungen. Für den Fall, dass t plus 1 gleich 0 ist, weil dann steht da nämlich 0 z gleich 0. Ne? Schreiben wir das auf. Also unendlich viele Lösungen für t plus 1 gleich 0. Und das ist, wenn t gleich minus 1 ist. Ja, gibt es den Fall, dass wir eine eindeutige Lösung haben? Also für alle anderen t's, ne, was nicht minus 1 ist, kommt hier eine Zahl raus. 5, 6, 7, 8 und so weiter. Hier unten in der Zeile steht aber, ne, 0 mal z gleich t plus 1. Ne, das ist das, was hier steht. Und es ist egal, was ich hier einsetze, ist, da kommt immer 0 raus. Das ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, egal, was ich sonst für t einsetze, wir haben immer keine Lösung. Also schreiben wir auf, keine Lösung. Für
t-Element r ohne die minus 1, weil da haben wir unendlich viele Lösungen. Und für den anderen Fall können wir schreiben, es existiert kein t für das LGS eindeutig lösbar. Okay, das war Aufgabenteil B. Dann kommen wir jetzt zu Aufgabenteil C. Was wollen wir da machen? Lösen Sie das Gleichungssystem für t gleich minus 1. Also, haben wir hin. Lösung für t gleich minus 1. Dann steht in der unteren Zeile E3, da haben wir gesagt, 0 mal z gleich t plus 1 steht da. Das heißt, 0 mal z gleich t plus 1 minus 1 eingesetzt ist 0. Und damit folgt, dass z gleich, normalerweise nehme ich t an der Stelle, aber t ist jetzt schon vergeben, deswegen mache ich mal s Element r. Also z ist ein frei wählbarer Parameter. Gut, dann können wir E2 nehmen. Bei E2 steht 8 mal y plus 5 mal z. 8 mal y plus 5 mal z. Für z haben wir gesagt, nehmen wir s. Und da soll gleich 7 rauskommen. Dann können wir auflösen nach y. Y ist gleich 7 minus 5s durch 8. 7 minus 5s durch 8. Also können wir es anders schreiben als 7 Achtel minus 5 Achtel s. Dann nehmen wir E1. E1 ist 2x plus 4y plus 2z gleich 12t. 2x plus 4y. Y ist 7 Achtel minus 5 Achtel s. Plus 2z. Z ist einfach nur s. Das soll gleich minus 12 sein. Ne? Also haben wir jetzt t minus 1 sind minus 12. Das lösen wir nach x auf. Machen wir erstmal 2x. Plus 4 mal 7 Achtel sind 7 halbe. Minus 5 Achtel mal 4 sind minus 5 halbe s. Plus 2s gleich minus 12. 2x gleich minus 12 minus 7 halbe, haben wir auf minus 31 halbe, plus minus 5 halbe plus 2 halbe sind minus 1 halbe auf der anderen Seite, also plus 1 halb s. Und dann damit haben wir x gleich minus 31 Viertel plus 1 Viertel s. Da schreiben wir eben noch die Geradengleichung dazu auf. Das ist also minus 31 Viertel plus 1 Viertel s. Minus 31 Viertel plus s mal 1 Viertel. Dann haben wir hier E2 war 7 Achtel minus 5 Achtel. Also 7 Achtel minus 5 Achtel. Und bei z war es einfach nur hier 0 und da eine 1.